1041, 10-8. Attention all units. Respond code 3. Einfach mal nichts machen. Einfach mal eine Runde. Noch falsch gemeldet. What's the GP 41-8? Scheiße. Naja. You're looking hot tonight. Muss mir immer merken, wer sind wir denn überhaupt immer? Oh, niemand hier mit 1. Attention all units. Respond code 2. Nee. Nee, nee. Wir halten heute nur Leute an. Leute nicht, oder? Richtig, Kollegen. Was ist denn das hier? Pulled over Vehicle. Ich hab... Ach, warte mal. Einmal versucht. Naja. Hammer. Schicksal. Sehe ich keinen. Passt. Fahren die bestimmt irgendwo hier rum. Sein Problem. Falsch gedrückt. Hehe. Scheiße. Fahren. Fahren wir mal da oben rechts, würde ich sagen. 5:39. Er hat Group Attack an, benötige einmal 1032 Code 3. 1032, was sind 10 zu. Code 1. Nur das Linken würde sich anschließen mit Code 3. Welche Poste? Komm. Das hast du ja jetzt echt gebracht. Ah, fahren wir oben dann links. Frage an die Unit, die eine Code 3 hat, braucht. Welcher Standort? Postal? Komm. On. Anziehender Gruppe Tekal. 10-9? 9. 7273. Richtige 7272. 7272, was ist denn? Ach. 7272. Check, 019 Fort von hier, 1076, 1023. Wir haben mehr 1376 am Abelton Parkway. Halb mehr Rennen mit Rechtsstange und weiterem, wenn der Tunnel wäre. Falsch gefahren.
werde. Ist 10:20 noch aktuell oder schon eine Positionverschiebung? Auf den San Vitus Boulevard. Schicke Stop 3, Suspect Custody. San Vitus Boulevard. Bestimmt irgendwo hier unten. Postal 7231. 7231, okay. Ach, sind sie schon alle? Ja, okay, never mind. 7231. Wait, war nur einer oder was? Ne, das sind alle drei, hier ist nur der und die zwei ja auch noch. Ja, hier auch noch. So, einmal umdrehen, das genommen. Was haben die denn gemacht? Die sind der Person, die vorne gerade wegrennt, weiterhin noch der gerade Basepflug am Stange und so weiter. Nachgerufen, aber kill you. Weiter. Ja. Gut. Haben schon angelegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wieder umdrehen. Geht man zu zweit auf eine Person unbewaffnet, ey. Dann noch mit einem Golfschläger. Junge, Junge, Junge. Eine Brechstange auch noch, ach du Heilige. Ja, Brechstange im Flasche. Wisst ihr eigentlich, was er damit anrichten und könnte? Baseball, Golfschläger hat einer noch gehabt. Ja, du musst da links. Kann ich mal bitte in der Perse sehen? Corey Pattinson. Ich glaub's mal hier. Guck mal danach. Ist gleich hier, oder? Ja, wir fahren einfach mal hin. Sich in die Straße ab. Alright, Herr Pattinson. Sieht soweit clean aus, aber. Das sieht nicht gut aus, dass sie irgendwie hinterherlaufen. So, wie Gründe, warum sie der Person hinterherlaufen, zu zweit mit. Die drei hier. Alle drei Täter. So. Er steht da vorne an der Kreuzung noch. Pass auf, Herr Pattinson, ich würde dich einmal durchsuchen. Hast du irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich oder spitze Gegenstände, die mich oder sie irgendwie noch verletzen können? Da geht auf sie. Das Schwein mal jetzt. So, Herr Pattinson. Ja. Um angehenden Tatbestand würde ich Sie erstmal soweit festnehmen. Ich würde Sie mal Rechte vorlesen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen können, wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollen Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen auch keiner soweit gestellt. Außer Sie haben einen Pflichtverteidiger zu dem Zeitpunkt. Haben Sie Rechte verstanden? Können Sie auch verstanden? Das war doch mal ein Nicken. Da habe ich ein kleines Nicken gesehen, das nehme ich nochmal als ja. Golfschläger, ey. Okay, wo ist denn noch der Zeuge bzw. das Opfer? Das steht noch da vorne oder wie? Da vorne noch, ja. Holen wir den auch erstmal wahrscheinlich erstmal her, können wir den auch mal vielleicht noch ein bisschen befragen, was passiert ist. Ja. Ja.
hier oben jemanden. Wurdest du irgendwie die bedroht? Zwei Leuten, die dich losgegangen sind. Das nicht mal jetzt, ja, das Nicken. Ich wurde nur einmal Watch out mir. Ich komme gleich zu dir. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal wie die Straße vor, der staut sich hier schon ein bisschen. Ja. Fahr nur mal von der Straße runter. Nehmen wir nur von der Straße runter, damit die fahren können. Mal kurze Frage, wer war denn das Opfer? Der mit irgendwie so einem roten Pullover? Opfer ist da ja, hochgelaufen, ja. Hat er davon gesagt. Er ist hochgelaufen, okay. Ja, da oben steht, stand noch einer oder steht noch einer. Hm. Right. Ja, ich habe soweit einen Täter dabei. Wollen wir den dann auch soweit befragen, mitnehmen? Ja, würde ich sagen, ne? Hat doch einer einen Platz frei, ich würde ihn jetzt irgendwie ein bisschen vielleicht getrennt auch mitnehmen, nicht dass die irgendwie noch Stress schieben. Danny hatte noch Platz frei. Wo ist denn? Was schnell ist es nicht Danny? Hey, hier 301, ich habe auch noch Platz. So, okay. Ja, perfekt, nimmst du einen mit? Ich bin ganz neu in dem Spiel, also ich habe keine Ahnung von so relativ allem. Hast du keine erste Unterweisung gehabt? Doch schon, aber ich hatte bisher noch nichts außer die erste Unterweisung, also... Okay. Willst du vielleicht, dass ich irgendjemand mitnimmt, der schon etwas länger spielt? Das hätte ich euch jetzt auch gefragt, wenn ihr hier fertig seid. Hallo, wie sieht's aus? Warte, wenn ich gezeigt werde. Ja, okay. Weil du ein Officer 3 bist, glaube ich, oder nicht? Ja. Und Armstrong noch, Quatsch, Armstrong sage ich schon, Neon noch Kadett. Und ich halt mit SV-Sachen beschäftigt. Scheiße, Mann, du kannst mich auch Icy nennen, Mann. Icy, okay. Merken. Gut, du bist die 301, ja, oder? Halt Gabriel, ich bin die 301. Du kannst mich auch 420 nennen. Ich habe noch Platz frei, komm rein bei mir. Ist noch Problem. Erlaubt ist. Ja, wenn du willst, kannst du ihn noch mitnehmen, so ist nicht. Du kannst auch mitnehmen, ja. Dann hast du auch einen guten Streifenpartner. Du auch mittlerweile aus. Also offensichtlich, ich bin jetzt auch so bei ein paar Wochen nicht mehr drin gewesen, aber ich versuche mich halt ein bisschen wieder reinzufuchsen. Ah, nimmst. Ja, alright, dann ihn auf Adam-Streife wechseln und dann ja, ein bisschen. Patterson würde ich dann auch erstmal noch erstmal ins Gefängnis bringen. Jo. Alright. Da. Gut. Wem soll ich jetzt hinterher? Mir. Yeah. Punktcheck. Ah. Check. Typ mit der geilen Stimme. Na perfekt, ne Fahrer. Signal 007 is no longer in effect. Fragt ihn, dass er gehen kann, aber nochmal zum PD kommen soll. Ja, erfahren bin ich jetzt. Mehr im Roleplayer, hier das so das System. Da ist so ein bisschen kennengelernt so. Aber man fuchst sich da recht schnell rein. Ich hatte gestern die Einweisung und spiele heute sozusagen das erste Mal. Also hast du mehr Erfahrung. Und so natürlich dann 15 Local Police Department. Dispatch ist verfügbar. Du hast den Funk soweit schon alles eingerichtet? Eigentlich schon, ja. Also hörst du die Leute da schon quatschen? Ja, ich höre alles. Ich muss nur alles noch mit von der Lautstärke nochmal umändern, merke ich gerade.
Ich würde das mal so machen, wenn Adam Streife, zum Beispiel ich fahre soweit und du übernimmst den Funk. Dann trainierst du auch so ein bisschen das. Ja, das hört sich gut an. Ten-Coach schon so ein bisschen auf Lager. Ich habe mir Zettel aufgeschrieben, die liegen vor mir. Das passt ja. Adam 420 für Dispatch. Jetzt hier kommen sie. Frage, wer ist Ihr Streifenpartner? Snapper. Junge, an welcher Nummer bist du eigentlich? 301. Mit 301, also 01 Lincoln 420 ändert auf 01 Adam 420. Hat er jetzt hoffentlich jetzt so mitgenommen. Moment, bist du hier auch Dispatch oder wer ist hier Dispatch? Nee, Mann, also ganz ehrlich, ich bin auch nur Rekrut. Also, ich denke so auf 3-4 Monaten auf Rekrut schon rum. Ah, ich müsste mal echt den Officer First machen. Was danach kommt. Na, okay. Ja, Mann, der denkt sich, yo. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, moin, und er fährt zurück. Warum? Die KI kommt gar nicht mehr klar. Oder jetzt Ampelhorror hier. Aber kein Unfall, also. Schon wieder so ein LKW vor uns. No. Ich glaube, das ist derselbe. Ich glaube, der Schnee bringt hier alles ein bisschen durcheinander. Ja, also ich hasse den Schnee. 24 für Dispatch. Hört sie, kommen sie. Sind sie gerade in einem Einsatz? Negativ, haben wir bekommen einen Transport noch und danach wieder 10 kommen. Okay. Ach, das ist Dispatch, okay. So, Herr Pendleton, kommen Sie mal raus hier. Willst du denn raus, oder? Ich muss gerade gucken, wie das noch. Das war's nicht. Das war's nicht. Ja, versuch die Nudeln mal rauszukriegen. Geht's bei dir? Überleg gerade, welche Taste. Ja, X ist das. Alles klar, funktioniert ja gut. Ah, Bruder. Kurz hier, Charger 9 3/4. Scheiße. Alright. Das hat dann mal was geändert, ja. Ach, das zählt. Passiert. Lass einfach nicht darüber reden, Mann. Code 12. Über was denn? Ich weiß nichts.
ich hab Bock auf CVPR. Scheiße. Jo. Und wie bist du hierauf so gekommen? Sehen wir. Um ehrlich zu sein, wollte ich mir irgendwann mal LSPD FR runterladen und dann habe ich gemerkt, dass es auch Multiplayer gibt und der irgendwie besser ist. Und naja, dann bin ich hier gelandet. Ja, wie du es mitbekommst, das ist so, man kann sagen, Soft-RP, also. Die wird jetzt nicht den Kopf abgerissen, denn du halt, da kannst du einfach mal so ein bisschen Fragen halt stehen, wie jetzt gerade so, ne? Sollten wir dann in eine Situation kommen, wäre es mir so lieb, wenn wir schon ein bisschen RP-Treue halt da schon was machen. Und nicht so ausfallend sein. Und wenn irgendwie Fragen halt so sind, einfach später dann, wenn das alles fertig ist, dann durchziehen, dann passt das. Alright? Ja klar, so wie in Amerika, gleich. Sierra 2, hier ist ein Berglöwe in der Stadt, Postal 8248, benötige einmal Backup-Portal. Adam, Portal, würde sich an diesem Postal 8203 kommen. Postal 8248. Berglöwe wurde durch Passant angefahren. Siehst du eigentlich meinen Marker? Anders. Und ich frage, was soll ich 39 für Dispatch. Die Kälte. Und Asiatica. Sind Sie zufällig in der Adam mit der 02? I'm like in a major rush. Negativ kommen. Okay, danke. Also die wurde jetzt angefahren von Passanten, oder wie? Ja. Sind irgendein Passanten hergelaufen, der Passant ist wieder in die Straße gekommen, die Richtung weiter. Dann Miezekatze wurde angefahren von dem Fahrzeug, Fahrerflucht. Das ist definitiv. Also ich meine, dass eine Katze angefahren wird. Mit Werfen an 39 direkt. Das ist ein Berglöwe, Mann. Like in a major rush here. B02. 30, der Opfer ist wohl auf. Frage, können wir das Opfer wieder weitergehen lassen, komm? Shit. Ja, so positiv. Damn degenerate! Ich bin schon 02 kommen. Dispatcher. Benötige die Animal Controller meiner 20. Are we gonna like start moving? Ja. Was machen wir mit der Miezekatze? Ich denke mal, das wird der Corona auch mitnehmen, oder? Animal Control haben wir dafür. Ah, ne, Animal Control, ja, okay. Dark Bag! Gucken, lebt die Katze überhaupt noch? Damn! Gute Frage. Komm. Der ganz leichten Atem irgendwie. Sieht noch jemand so ein komisches Zeichen auf der Map? Was gerade auf uns zufährt? Punkte, was ist das? Er kommt. Nee, das Fahrzeug da. Er fährt in uns rein.
Das ist die Animal Control, eine Animal Control, Animal Control, Animal Control. Ah, lol. Ich hab dir noch nie gerufen, tatsächlich. Ich lässt uns deinen Doppeldeck. Ich bin hier wieder unbewaffnet zum Einsatz gekommen, ey. Ja, das ist stark, gerade bei so einem Einsatz. Die einzigen Waffen, die ich habe, sind meine Fäuste. Ich würde sagen, hol dir eine M4 aus dem Auto, aber darfst du ja gar nicht. Ei. Sportlich. 02 für Dispatch. Hier 02. Wer ist Ihr Adam-Partner? Aktuell mit 02 kann Adam kommen. Sie werden bei mir in der Adam-02 angezeigt. Das ist die gestern, das ist die von gestern. Negativ, das hat der Dispatcher von gestern vergessen zu löschen. Dirtbag! Team 4. Ach du Scheiße. Ja, ich würde sagen, er wartet soweit, ne? Oh. Und der Typ zu Dispatch. Dispatch hört. Scene is got fallen, Wolf, you must make back to Nate. Ja, alright, benötigt ihr uns hier? Nö, hat sie erfahren. Alright. Gute Besserung, Mietzekatze. Ja, ich würde sagen, jetzt ist sie tot. Armes Katzenvieh. Gib du mal durch, dass wir wieder in 10.8 sind. Ah, nur 4.20, 10.8, Dispatch ist für 10 Minuten, 10.20 Uhr. Ach, ja. Ja, das mit dem Dispatch hat sich ja jetzt erledigt. Signal 007 is now in effect. Ist egal. Fahren wir erstmal trotzdem, funken trotzdem weiter durch. Ja, dann habe ich doch eine Frage. Ja, auch mal raus. Wenn ich jetzt funke, sage ich dann 420 und dann den Code, oder sage ich dann One Adams 420 und dann den Code? Immer die Einheit, die du gerade bist. Also jetzt zum Beispiel 01 Adam 420, weil wir halt zusammen eine Einheit sind. Das ist der Rufname. Damit der Dispatcher auch direkt weiß, okay, eine Einheit mit zwei Leuten und nicht nur 420. Nur wenn du persönlich angefunkt wirst, ne, dann weißt du, was los ist. Also wenn Dispatch, dann sage ich ja hier 310 und dann auch nur 310 funken und nicht komplett. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen Einsatz funkst oder zum Beispiel, dass du uns wieder einsatzbereit funkst, wäre das nur Lanzmann Fort 20 10-8 oder Back 10-8. Ja. Viele Leute nutzen hier das Englisch, ich benutze das Deutsch. Ich glaube, jetzt ins Englische habe ich überhaupt keinen Kopf für. Ja, aber Respekt an die Leute, die das halt machen, also feier ich. Ja klar, das ist schon Respekt, gerade wenn du hier rumfährst, Verfolgungsjagd, keine Ahnung, und dann noch Englisch. Yippie. Der Fakt ist so aber, das lernt, dadurch lernst du halt die Aussprache oder die Kommunikation von Englisch halt deutlich besser. Also, das ist halt echt Fakt. Ja. Irgendwann hast du es drin. Ja, mir reicht das aber schon beim Bund, das Englisch, also. Nicht auch noch das Englisch hier.
2 hat. Bordo 8081. Was hat er gesagt? Aber 8081. Die Postnummer wiederholen kommen. Wir haben Schwarzfahrt Code 99 an der Postal 8041 von hier 8141. Und dann seid ihr im 420 Code 3 gleich da. Das war der falsche Knopf! Ah, fuck! Ah, shit! Ah. Kann ich mehr aussteigen? Geht's dir gut? Das war der falsche Knopf. Liegen bleiben am Boden! Ich hab wieder was vergessen, meine Waffen mitzunehmen. Junge, Alter! Liegen bleiben oder ich komm rüber mit den Fäusten! Oh. Ich sterbe bewaffnet, Mann! Geht's dir gut, Mann? Ach ja, ich guck hier zu. Sagst du, du hängst da ein bisschen ab? Ja. Damit, Mann. Bist du wesentlich bewaffnet? Ja. Ja. Immerhin. Holy fuck! Ich habe Officer down. 1051. Fuck. Er läuft. Ja. Bist du Fahrer? Ich bin gar nicht Fahrer, ich bin Beifahrer eigentlich. Schie. Kannst du das Auto löschen? Schwierig, musst du mal mit Slash TV machen. Ich kann nicht, weil ich kein Fahrersitz bin. Möglich sein. Ja, gut, warte mal. Das bin ich, benötige mal ihr Fahrzeug. The hell is that? Entschuldigung. Helft ihr mal. Ja, der Fahrer kommt auch gerade hinterher. Ist auch so ein Auto. Ey, geh weg da, Mann! Mach mal keinen Ärger jetzt hier. Ist ein bisschen eskaliert. Das funktioniert so nicht. Mal direkt bleiben. Ich kann versuchen, mal einen Tow Truck zu rufen. Oder ich warte mal auf meine Kollegen. Ich geh mal vorne hin. Halt mal die Stellung. Ja, ja, klar. Alles klar, Jungs. Alles klar. Meine Güte. Lief auf jeden Fall. Lief. Ich denke, das ist echt, ja. Alter, Jungs. Geht's euch gut, Mann? Geht's euch gut? Ich will mal ein Dier nehmen. Ah. Oh, shit. Ja, und irgendwie mein Streifenpartner hängt bisschen so ab irgendwie. Meine Güte. Läuft auf jeden Fall. Oh shit, Mann. Aber du hast die Schutzweste doch unter dein Hemd an, oder? Guter Mann, guter Mann. Okay, aber ich habe immer noch ein Problem. Also mein Kollege hängt ein bisschen... Also ich bin irgendwie aus Versehen aus dem Auto ausgesprungen, weißt du? Oh, sorry! Da war... Ja. Pass auf, da war... Pass auf, ich sag's wie es ist, Mann. Ich sag's wie es ist. Da war eine Spinne, Mann. Ich hab dich nochmal gerettet. Du kannst mir danken, okay? Ja, tut mir leid. Ja, ich bin irgendwie aus dem Auto rausgesprungen und ja, der Kollege hängt da ein bisschen Kopf über und ich wollte erstmal fragen, was man da jetzt die Lösung so machen kann.
Ich wollte so einen Hechtsprung machen, weißt du? Ich wollte so einen Hero-Jump machen, aber... Das ist auch die Schmerzer, ja, ja. Sah auf jeden Fall gut aus, aber er hängt halt ein bisschen rum. Ach, du Scheiße. Da hinten beim Zivil. Jetzt kommen drei Leute. Also ich sag mal so, wären jetzt irgendwelche Explosionen noch gekommen, das wäre Michael Bay, ne? Safe. 101, geht's dir gut? Guten Abend. Ja. So, mit schon Kopf geschossen, aber nicht. Wie geht's dir? 8 Chili hier drin. Ach so, angeschnallt bist du denn, ey? Sitzheizung geht noch, oder wie? Ja, genau, die geht noch. Alter, und ich muss mir hier den Arsch abfrieren, ey. Alright, ja, wie kriegen wir denn jetzt hier eigentlich aus dem Auto? Das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben 2 Möglichkeiten. Ja. Möglichkeit 1, Rambock dagegen fahren, umdrehen. Möglichkeit 2, eine Tür aufzukriegen. Okay, also für Option 1 steht da gerade ein Gefährt schon parat. Sagen wir das einfach mal so, ich habe vorbereitet. Ach du Scheiße, ja. Moment, ich muss mal. Der nächste Fakt ist. Hatschu! Irgendwie... Oh Gott! Oh ja, jetzt ist das Gefährt natürlich blöderweise auch weg. Das war vielleicht nicht so nachgedacht. Flo, stell mal kurz bitte Absperrung da oben hin. Ja, du kommst her. Ich klatsch dich weg. Aber dafür haben wir extra welche beim PD. Ich kann das mal eben anfordern. Ja. Punkt. Oh. Oben. Und alles Gute drin? Ja klar, alles bestens. Alles gut. Weißt du, ich unterhalte mich gerade noch mit Janik so über ein Thema. Einmal fährt er runter, ich fahr hoch. Ich hab grad noch gedacht, weil er wieder rausgeflogen ist, denkst du, sein Game, Digga, was, jetzt ist nicht sein Ernst. Was kommt da jetzt an? Ich würde weggehen, wenn du... Ja, ich hol grad so ein Wort, wenn er ich würde weggehen. Ja, bis jetzt. Kann man nicht einfach dieses Fahrzeug, entfernen? Nein. Ach, zu einfach. Realistisch, du. Ja, ich wollte grad sagen. Wäre zu einfach. Wäre zu einfach. Jetzt sind in Sicherheit. Sie verarschen! You're blocking my way. Das sind gute Officer. Einer mal Fotos und der andere raus. Wir sind bereit mit Abstand, Sicherheitsabstand. Ja, das ist nicht mein Bier, ich hab das auch schon nicht verunfallt. Ja, okay, ich meine das auch. Neue anzünden, Alter. Nein. Ketten draußen wieder da. Kollege, es könnte jetzt ein bisschen wehtun. Aber es muss ein bisschen wehtun. Ach, das passt. Naja. Aber Lampe. Wir sagen. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin frei. Machen wir eine neue Aufnahme, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal gleich zum. Ne, ich hole Roche, Mann. Roche soll das aber mal wieder heiler machen, ne? Wofür brauchen wir denn schon den staatlichen. Kannst Mechanik du bitte nicht die Absperrung? Hallo! Hier ist eine Absperrung! Dient zur Absperrung! Alter! Ja, also das Absperren üben wir nochmal, würde ich sagen. Nein! Digga! Ich würde sagen, Absperren üben wir nochmal, wa? Ich dachte eigentlich, dass wir die Spur absperren und die einfach rundum fahren. Kack, NPCs. Naja. Einmal mit Profis. Ja, halt. Einmal mit Profis. Ich will aufpassen mit den Schneewellen, damit kannst du Leute umbringen. Ich bin Zivilberg gefahren, ey. Welchen den da hinten? Ja. Ey! Das Ding ist schon kaputt. Oh ne! Aua! Aui! Oh Gott, aua! Oh ne! Aber ein Stein drin, das tut mir aber leid. Gott, Alter. Move it! Ach, ja. Alter. Weißt du, er steht hier, guckt uns an und sagt just go, Alter.
Au! Aus der Karre raus, sofort die Hände nach oben und aus der Karre raus. Die Hände raus aus der Karre! Beruhig dich. Jungs, ich bin bewaffnet. Frag nicht, woher ich die Knarre habe. Der ist tot. Der ist ja nicht LSPD, tot. Motherfucker. Ist mir, deine Time ist mir scheißegal, Junge. Du fährst einen Officer an, Junge. Nimm die scheiß Flossen jetzt hoch. Außen bleib, am Boden liegen bleiben oder Flossen hoch und nicht mehr einsteigen. Letzte Chance. Ja. Du willst ins Auto? Dann musst du mich erstmal rausziehen. Ach, Hernandez hat das Fahrzeug gerade gemacht. Ehrenmann. Danke, Hernandez. Weg vom Kollegen. Ich bin aus. Du darfst nicht von hinten schlagen. Ja, ich merk schon. Ja, gut, zu uns auf Backdown. Oh, meine Mütze, das ist kalt. Leg dich nicht mit dem Nichts passiert. Immer direkt Abschlepper für den hier. Autos wieder heile. Muah. Den ist aber doch scheißegal. Medic, wir sind hier drüben. Außer nicht falsch. Ja, Bruder. Was? Nur dumme Menschen. Das war der Baum. Noch ein Stück. Medic. Ein Stück. Ja, Auto. Ja. Auto. Ich glaube, er packt nur einen, oder? Ja, er packt deswegen liebe ich das Spiel. Wenn ich scheiß NPC ist. Jetzt fahr vorbei, Mann! Sieh zu! Alter! Jetzt weißt du, warum eine Straßensperre doch eigentlich recht wichtig ist. Die haben sich umgefahren, die Spasten. Noch ein Stück. Ja, oh, er schafft's. Guck mal, die haben sich umgefahren da vorne. Hä? Was denn werden? So, ich würde sagen. Ja. Wir machen jetzt hier mal Ende. Weil ja, wird gerade ganz schön voll. Es wird sehr voll. Hier Stau und Mediziner und ja, machen sich selbst mehr Arbeit, als sie eigentlich bräuchten, deswegen. Achso! Oh. Gesundheit. Jo, das kommt mal ganz schnell weg, bevor das ein Lieutenant oder so sieht, weil dann kriege ich Ärger. Ja. Wir müssen ganz schnell weg hier. Thank you for now, back to Nate. Meldest du uns auch noch? Ja, ja. Das war Zero One, oder? Zero One wird das ausgesprochen. Zero One. Ach, kannst auch One A, One Adam 420. Wie du willst. Musst diese Null musst du nicht callen. 1 Adam 420, 10-8. Und so, tschüss im Traffic. Läuft der hier weg? Wurde wahrscheinlich beim Fremdgehen erwischt. Lauf, Junge, lauf! Sie kriegt dich! So. Ja, nochmal drüber fahren, das passt schon. Was denn? Da hast du nichts mehr. Ach, stimmt, da ist nichts mehr.
gerade rot gefahren? Nee. Ich glaube, der hat sich eben irgendwie ein bisschen verschätzt mit dem Schnee. Das war eigentlich kein Grund, über rot zu fahren. Ja, das stimmt, das stimmt. Auch mutig mit dem Motorrad hier drauf zu fahren. Ne? Ja. Die harten Kerle sind das. Jetzt kommen irgendwie auch gerade nicht so viele rein. Heute ist ruhig. Aber besser ist man. Teilweise parken die hier echt bekloppt. Ja. Ah, ist wohl noch konform, also roter Bordstein ist da nicht, ne? Ganz knapp, Bruder, ganz knapp. Ich nix sehen. Interessanter Elektroroller. Vesta. Vesta. Nee, Vespa heißt das Ding ja. Alpean, mal gucken, was da durchkommt. Flag Intention. Okay, ja, den ziehen wir noch mal hier direkt raus. Das war Verkehrskontrolle dann melden, oder? Ja, 10 11. Ja, 10 11 mache ich. Ah, okay, wir ist nur 10:80, die Person flieht. Ja, 911 420 mit einem aktiven 1080 mit einem grauen Flitzer, Fahrt Richtung Nordosten, Atory Street. 8025. Ah, 911 420 benötigt nur eine 1032 O3. Komm. Straße.
Straßenrennen machen oder was ist das? Keine Ahnung. Aber es sind immer die gleichen. Die 84 befindet sich jetzt auf der Southwest Edges Street, Fahrtrichtung 7, Poste 8024. Frage schließt sich 900 an, komm. Standby, wir gerade am Umziehen. LSPD, bleiben Sie stehen! Sind die jetzt an der San Andreas Avenue, 110.50. Der hat weiter. Kannst du es auch mit Megafon versuchen? Bitte was? F10 ist Megafon. Ja. Ich warte, bis der andere Kollege noch kommt. Ja, verstanden. Wäre scheiße, wenn er jetzt. Ne? Die Person hier kann ja bewaffnet sein, deswegen lieber eine weitere Code, ein, Code 8. Code 3 halt. Stimmt, da war was. Und jetzt in der Bay Street Avenue, Fahrt Richtung Süden, Nähe Beach. Brüssel 82, 18. Nimm du mal bitte die weitere 10-20. Weißt du, 1-30, ein Loot. Ja, das krieg ich hin. 10. Der parkt da, ja, oder? Nein, parkt er ja nicht, nee, nee. Alles klar, bleiben Sie stehen! Steigt auf! LSPD, bleiben Sie stehen! Ja, funk mal durch bitte, dass wir eine 1070 hier haben. Eine aktive Verfolgungsjagd zu ja. Fuß. Ja. Strand. Poste 8206. Bleib stehen! 420 jetzt aktive 1070 auf Postel 8206. Am Strand. Ja, ich hab dich aus der Sicht verloren. Junge, ich krieg dich! Ready? Komm schon. One Lincoln 247 for the 110 edge running unmarked. And 20 of the 1070. Scheiße. Find meinen Kollegen nicht mehr. Find meinen Kollegen. Ja, ich bin hier, Mann, aber du hörst mich. Ja, fuck, der hört mich ja nicht. Das ist schlecht. Steig ein. Muss irgendwo hier lang gelaufen sein. Ja. Das Wetter macht es natürlich auch nicht gerade einfacher. Überhaupt nicht. Hier, warte! Warte. Er hat irgendwas gesagt.
Hier! Der war gerade ein Schuss, oder? Er meinte eben hier. Ich bin hier, Mann. Der ist hier lang geflüchtet. Ah! Oh, fuck. Nehm ich mit. Der ist irgendwie hier lang in die Brücke rein. Aus Versehen. Links läuft einer. Ja, das ist. Nee, ist das der? Doch, das ist der, Mann. Ich hab bisher noch keine Waffe gesehen, also wenn 9 letal. Hallo. Schön Hände hoch, Junge. Jetzt ist die Fahrt hier vorbei. Was? Danke. Junge, läuft der hier weg, ey. Fährt mit dem Fetzer hier rum und... Jetzt aus Atem, ey. Wie heißt denn der Junge? Sag mal her dann aus, was warst du denn? Bernie Morrow, sie haben heute echt einen scheiß Tag, muss ich sagen. Also ich sag mal so, das ist für sie heute echt ein scheiß Montag. Gut, dass ihm nicht kalt ist, ne? Ja, na gut, bei dem ganzen Adrenalin, was er hat. Ja, Herr Morrow, ich nehme sie erst so weit mit. Ich denke mal, überhöhte Geschwindigkeiten, keine Lizenz. Ich glaube, wir sprechen uns doch mal auf der Wache. Herr Morrow, Sie sind festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen können, wird vor Gericht. Sollen Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen noch keiner vom Staat was anderes gestellt. Haben Sie Richter verstanden? Oder habe ich Nicken gesehen? Den nehme ich mit. Das habe ich halt echt nicht gesehen. Ich würde sagen, ich fahre euch mal runter, wa? Luft-Tanke, Alter, am Tanken, auf einmal höre ich 1080. Sind die Handstellen hier gelockert? Ist ja nicht so die Tanke überhaupt. Oh, komm mal ran. Einsteigen, Junge. So, Achtung Kopf. Hammerow. Auto genommen, würde ich sagen. okay, sorry, Mann. Ich dachte, das wäre mein Auto. Wo ist mein Partner? Hallo! Ich sitze hier im Weißen. Hier ist nicht dein Ernst. Ja, okay, warte. Wer... Am Boden liegen bleiben. Wie kommt der jetzt raus? Ist der geflüchtet, der Hund? Get your ass back here! Hat nicht funktioniert! Bodycheck den! Oh, okay. Geh in das verdammte Auto wieder zurück! Rein da! Hopp! Ins Auto! Ins Auto, Junge! Ehrlich? Ist das dein Ernst? Hallo! Nicht, ich werde schießen! Raus! Denk nicht mal dran, Junge! Okay! Mega! Ja, das ist ein Festungskünstler, scheinbar. What? Gib mir einen Grund, Junge! Gib mir einen Grund! Scheiße, Mann. Jetzt hast du dich richtig in Scheiße gebracht, Junge. Ich sag's dir, wie es ist, Mann. Tomorrow. Steigen Sie das verdammte Auto jetzt rein. Und ich noch einen Mucks höre. Gib sie Justiz ins Gesicht, Mann. 1:30, 10:41, 10:08. Unser Auto ist irgendwo. Ich weiß, ich hab schon gesehen vorhin. 8205, okay. Ich hab euer Auto auch zugemacht vorhin. Oh.
abschließen konnte ich es halt nicht, weil ich keinen Schlüssel da hatte. So, was wir als erstes machen, wir fahren zum WDI und ich hole mir erstmal meine Knarren. Hast du jetzt nur eine Pistole dabei, oder? Und Schlagstock. Ne, ich bin unbewaffnet gewesen gerade, als Zeit, bis ich halt von irgendwie vorhin so von Suspect noch eine Knarre aufgenommen habe. Die packe ich jetzt erstmal in die Asservatenkammer rein. Ja, alles klar, guter Junge. Aber besser als gar nichts. Das ist voll richtig. Alright, danke fürs Taxi, Mann. Jo. Wir sind nicht einsatzbereit, oder? Brauchst du erstmal deine Waffen? So, bitte. Ja, Dings ist abgearbeitet, der Einsatz. Dann nennt uns mal wieder 10-8. Also, 10-8. 1 Adam, 420, back to 8. 1 Adam, 420, 10-8. Perfekto. Ja, das kann ich jetzt. Siehst du das da? Siehst du das da vor mir? Ach komm schon. Was ist denn mit den Leuten hier los? Also entweder... Nee, den halten wir an, Mann. Bleiben sie stehen, Mann. 39. Junge, 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 das Auto. So, einmal aus dem Auto. Hopp! Man, the traffic's so bad, I wanna kill myself. Aus dem Auto, Mann. Junge, 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 Junge. Schritt vom Auto weg. Jetzt ziehen wir den Kollegen hier ein bisschen mal weg vom Auto. Na komm. Kaputt was hier gefahren, Sachbeschädigung, ey, es geht schon wieder los hier in Los Santos, ey, kaum bin ich hier im Dienst, ey. Mann, 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 nur bescheuerte Leute. Zieh den mal aber hier auf den Bürgersteig, nicht auf die Straße. 01 Adam von 20 mit einer 10-51 und 10-11. Eine Position 82, 23. So, erstmal Sirene ausmachen. Geh mir ja schon hart auf den Sack. So, Mister, wie heißen Sie denn? Wissen Sie denn, wieso wir Sie angehalten haben? Weil du musst mal dein Voice Settings auf von Global auf 10 Meter machen. Habe ich. Finde ich alle, glaube ich. Ah, okay, perfekt. Wie heißen der Digi? No count asshole. Kollege. Da ist Scotty. Den Namen kann ich mir noch nicht mal merken. Venuzulum. Herr Venuzulum? Ach du Scheiße, den Namen. Signal 007 is no longer in effect. Scotty Villanueva. Ich nenne dich einfach Scotty, Mann, okay? Pass auf. Was treibst du hier? Fährst hier mit dem Auto? Sachen kaputt, Sachbeschädigung, Ampel kaputt. Ey! Ich zieh dich aus dem Auto da, komm jetzt da raus! Versuch die mal rauszuziehen irgendwie. Na, komm da raus! Penner. Ja, wir sind dann kurz 12, brauchst nichts weitermachen hier, schon verpackt. Obwohl, warte mal. I gotta move to Vice City. Fuck this. Komm, 19 anfährt.
Punktcheck. Okay, also, ist jetzt hart gesagt, guck mal weg. Okay, ja, der Typ ist hart verbuggt, okay. Die Mülltonne ist aber hier ganz schön voll. Ja, die ist echt voll, Mann, ist echt voll. Wir müssen mal weiter. Ich hol mal jetzt meine Knarren wieder. Ach, jetzt kann er fahren? Egal, wir sehen nichts. Wir sehen nichts. Na, siehst du, er hat's geschafft mit der Kugel im Kopf, aber no problemo. Ich glaube, links wäre das nächste Polizeirevier. Funkcheck. Jo, Alter. Check. Den hab ich, Junge. Diese Ampeln hier, ne? Ich weiß gar nicht, was war es, die Ampel. Dispatch jetzt aktiv. Ah, gehört dazu, aber ich denke, das ist echt sinnlos, die Scheiße. Bullets Level 420 wieder tonight. Wolltest du nicht erstmal Revier fahren? Ja, ich fahre jetzt Revier, sind trotzdem 10 oft. Falls irgendwas kommt, geht das schon. Ach, ja, ja, klar. Oder wie die fahren. Bah! Nicht mal geblinkt. Hund. Ich sehe hier selten einen, der blinkt. Polizeirevier, Alter. Cool, du fährst aber auch anders hier, ey. Und Link 677 meldet sich zerft. Die haben alle keine Winterreifen drauf. Ja, ist so. Ah, schön. Dispatch von Sierra 2 kommen. Schön Vespucci. Dispatch hat. Die 27 und die 02 bilden an der Elbstreife als Sierra Unit kommen. C1. Die 27 und die 02 bilden einen Adam-Streifer als Sierra Unit, also eine Adam Sierra kommen. 10-4. So, ich hol kurz die Knarre, bin gleich wieder da. Jo. She is the worst casting director. Meine Website covers all three of my career. Right on. Das ging schnell.
Granadillis gibt die Waffen sehr schnell raus. Kennt mich schon. Ah. Naja. Fahrer der Adam Unit. Die 27. Sechs hat 77 an den Dispatch. Ja, alles klar. Okay, hey, hey. Dispatch hört. Ich wollte kurz fragen, ob ich im Cat angezeigt werde. Nein, ich muss gerade gucken, bei mir. Habe ich einen Fehler, bei mir wird niemand im Cat angezeigt. Funk du mal durch, dass wir... Frage an den Spieler, der jetzt gerade auf Streife gekommen ist. Welche Dienste haben Sie? Wie das geht? 677. Die funken gerade mir die Ohren zu. Negativ, der sich gerade in-game on-duty gemeldet hat, weil ich das im Polizeikonflikt ändern würde. So, nochmal was, Funk? Dienstnummer 93. Ja, funk mal bitte durch, dass wir... 93? ...eine Verkehrskontrolle hier haben an der 81-32. Vor. Einen wunderschönen guten Tag, der Wert. Teil Link 39, 1011, Postel 8019. Sie sehen ein bisschen nervös aus. Könnte es daran liegen, dass Sie gerade einen Unfall hatten? Und dachten, dass das keiner gesehen hat? Aber mit meinen Atemaugen geht hier nichts. Oh, das ist ein Buffy. Dispatch hier 1, Adams 420. Bitte den Traffic Stop auch an den Dispatch hin. Okay, wir sollen irgendwas senden, ja, hat er gemeint. Ja, mit dem Slash 911, dann Rufname, also 01 Link, 0 Adam 420, dann den Code, also 10211, Adam. Die Postel. Adam. Verstanden? Alright, Tommy, ich bin wieder da. So, wie geht's denn überhaupt? TS 01 Adam 420. Wissen Sie, warum ich Sie anrufe? Strich. Sind das? Ein paar Gesetze verstoßen. Decker. Ungefähr Street. Fahrerflucht. Sachbeschädigung. Decker Street. Nicht gut. 8133. Wie heißen Sie denn überhaupt? Ja, Sammy Murren. Ja, würde ich mal nachkontrollieren. Ja, ich wollte hier. Come the fuck down, you animal! Einsatz steht. 677 für Dispatch. 677 gehört. Warum haben Sie im CAT ein M vor Ihrer Dienstnummer? Alright, dann würde ich ihn erstmal. Den 1. Ausweis wieder zurückgeben, sieht soweit sauber aus. Warum haben Sie im CAT ein M vor Ihrer Dienstnummer? Haben Sie irgendwas getrunken oder. Drogen oder sonstiges? Das stand für Mary, das habe ich noch nicht bearbeitet. So, ja, warten Sie einen Moment, wir machen gerade Verkehrskontrolle, Sie dürfen gleich weiter. Ich mach das anders. Oh, Tommy,
ich würde Sie mal auffordern, einen Drogentest bzw. einen Alkoholtest durchzuführen. Ja. So, ich gebe mal das Bläsröhrchen, einmal pusten, 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 pusten. Okay, perfekt. Was hat denn längst dann 0,01? Haben sie doch ein Bierchen noch gegönnt, ne? Ja gut, aber sie wissen doch, kein Bier vor 4 eigentlich. Ja. Haben sie irgendwas Drogenmäßiges zu sich genommen? Meth, Gras oder ein ähnliches? Ich bin ein bisschen nervös auf jeden Fall aus. Ich würde mal trotzdem einen Drogentest durchführen. Finden Sie mal den Mund, ich mache mal mit Abstrich mal so einen kleinen Schnelltest. Die Farbe verändert sich nicht. Nee, gut. Gut, der Herr. Da das Opfer sich jetzt weitergefahren ist und ich soweit jetzt nicht mehr habe, den Unfall komplett aufzunehmen, würde ich sie erstmal bei einer Verwarnung hier belehren. Ich merke aber das Kennzeichen auf jeden Fall. Sollten sie nochmal irgendwie auffällig werden, würde es auf jeden Fall ihnen anders ergehen. Dann kommt die Justiz. Schönen Tag. Dann trifft sie der Hammer. Jetzt weiß ich aber auch, wieso ich gestern einen Anschiss bekommen habe. An der Leitstelle, weil ich vergessen habe, dieses Slash, den Einsatz rauszugeben. Ja, das kommt nicht mehr. Ich habe das aber auch das jetzt vergessen. Normalerweise musst du zu jedem Einsatz auch eine 1080. Also wenn wir jetzt Adam sind, machen wir das auch definitiv. Ja. Aber das kommt dann halt im System besser an. Und er kann halt auch schneller agieren. Finde ich echt gut, aber. Muss man diesen jetzt Einsatz nochmal irgendwie beenden, oder? Ja, wir sind jetzt wieder 10-8 auf jeden Fall. Jetzt funkst du aber ganz normal durch. 0 Adam 420 weg. 10-8. Ja. Also erstmal Dispatch ja, anfunken. Also ich gewinne mich jetzt gerade auch auf Vectornate ein bisschen einfach an, weil das einfach, ja, kommt einfach schneller geschossen. Pew pew. 1 Adam 420 Vectornate. Hört sich auch besser an. Ist. Herr Harmon, ich hoffe, Sie fahren jetzt vernünftig. Wenn Sie mir reinfahren hinten, ne? 300 Scheiße, ich sag es wie es ist, Sie werden den ganzen Tag bei mir wischen. Guten Tag, der Herr. Und wir sollten tanken. Was sind Sie da gerade um die Kurve gedriftet? Hörst du denn auch den Mojo irgendwas? Ich hab den irgendwie gerade im Lauscher gehabt. Naja, gut. Okay. Doch, da ist er. War er eben. Ja, hast du gelesen, ne? Dass das jetzt auch ein CB unterwegs ist. Also, da gehen wir dann komplett aufs RP. Ja, klar, hab ich gelesen. Finde ich auch geil. Sonst dann hab ich ein bisschen Interaktion halt. Oh. Das Ding irgendwie tanken. Wann das? Warte, ich habe gerade eine Anzeige bekommen. Motor aus und Leertaste gedrückt halten. Brauchst du irgendwas aus dem Laden? Ja, hol mal einen Schokoriegel, Mann. Ja, klar, das ist ein Schokoriegel. Tag. Ist überhaupt keiner. Alright, wir kommen rein. Gibt's heute keinen Verkäufer. Ja, dann schreib ihn auf Kasse. Ja, der klar. Der Supervisor bezahlt schon. 677 melde ich 10-7. Immer wenn jemand funkt, höre ich dich nicht.
Kriegst du Backup-Calls rein irgendwie? Nee. Ich habe jetzt in letzter Zeit gar nichts reinbekommen. Im Moment auch nichts. Also am Anfang habe ich es mitbekommen, aber jetzt gar nichts. Ja, 10-11 haben wir ja gemacht. Oder bin ich da falsch? Bei einer Verkehrskontrolle musst du doch einfach nur ja das eingeben, den Einsatz. Oder weißt du da mehr? Ich habe jetzt gestern auch schon mal nachgeguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Also eigentlich ist es nur Slash 901. Das ist nur Einsatz, aber ich glaube TS. Ja, ja. Einfach, wie er geschrieben hat, TS für die Fahrzeugkontrolle. Ich wusste jetzt nicht, ob jetzt ein 911 auch dazu gehört. Nein, nein, 911 ist, wenn wir Schießerei oder so geraten. Das ist ein Notruf. Ja, gut, okay, dann wissen wir Bescheid. Das andere ist Traffic Stop, einfach TS. Ach, der Crown Vic ist schon geil. Rechts darfst du fahren, wenn du kurz wartest. Geradeaus hatte. Aha. Die parken hier echt wie die letzten Menschen. Mhm. Roter Bordstein. Ja. Direkt am Schleppen. Bist du bisher nur in der Stadt rumgefahren oder warst du auch mal Sheriff? Ach, ich bin mal alles. Also ich bin aktuell, habe ich mehr so Bock eigentlich auf LSPD, aber Country geht halt auch. Kommt immer drauf an, halt, wenn man sich gerade fühlt. So, jetzt würde ich oben auch mit dem CVPI Snow White heißt es, glaube ich. Also ein Schneeweißer. Der sieht halt auch mit Ketten so richtig geil aus. Da hat man schon ein bisschen Feeling. Ich habe, glaube ich, die Taschenlampe. Ja, ich habe die Taschenlampe an. Ja. Komm ran. So. Ja, ja. Jetzt muss hier aber auch sein. Welche Dienstnummer bist du? Ich bin die 301. 301, okay. Brauchst. Schreibst du einen Beschwerdebrief? Natürlich, Alter.
an, keine Ahnung nicht, weil ich dann würde ich dich einfach nur mit Nummer erstmal ansprechen. Wie heißt denn dein Player-Charakter-Name hier? Dispatch ist für 20 Minuten 007. Jan. Aber ist auch mein echter Name, du kannst mich rufen, wie du willst. Okay, ich nenne dich JJ. JJ! Okay, ja. JJ hört sich so nach einem Porno-Name an. Ja. Ja, ich würde einfach mal sagen, dann setzen wir uns mit dem ALPR mal ein bisschen irgendwie auf Lauer und schauen mal, ob die Leute unser Netz reingehen. Ja, das hört sich gut an. Eieieiei, was ist denn da los? Ja. Ja, das ist jetzt eine 1080. Okay, der flieht jetzt. Ja, warte. Das ist eine aktive 1070 haben. Ja, Funk, wie geht das? Hier. 1 Adams 420, aktive 1070 auf Power Speed, Postal 8056. Oh, yo, Homie, bleib stehen, Alter. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich fahr vor. Adam 27, 1076, 1070. Weiter die den Standort durchgehen. 1 Adams 420, 1070 jetzt. Vespucia, korrigiere Alter Street Richtung Westen. Postal 8156. Pass auf, steig du aus und hol. Versuch, du lauf den mal nach. Warte, ich setz sie vielleicht voraus. Jetzt, go, raus, lauf nach. Ich versuch's ihn zu blocken. Sind jetzt an der Alter Street 8155, noch Richtung 7. Komm du mal Arschgeige! Alles klar, mach einfach Licht an. Stehen bleiben! Hol das Auto! Ja! Hände hoch, Junge, Hände hoch! Denk nicht mal dran, Junge, denk nicht mal dran. Sieht die Glock anders aus irgendwie? So. Die sieht irgendwie halt komisch aus. Und Adam 420, Code 4, fliehende Person. Ach, du hast die Taschenlampe abgemacht.
HLM27 ab, der 1070 gestoppt. Code fährt. Das in dem Alter noch so zu laufen, richtig, das ist sportlich. Das haben sie erstmal meinen tiefsten Respekt, aber sie sind am Unfall gebaut, ohne Ende, sind wo gefahren, Gegenverkehr, da kommen schon einige Delikte auf sie. Wie heißen sie denn? Haben sie einen Ausweis für mich? Stuart Hodges. Ich gucke meinem System erstmal kurz nach, ob ich da irgendwas Auffälliges finde. Meine Kollegen werden sie soweit erstmal betreuen. Ah, Herr Hodges, bleiben Sie mal hier. Ah, Sie müssen mir nicht folgen, also Sie können hier schon stehen bleiben. Jetzt auch mal in einem weißen Auto sitzen, wa? Ja, ich nutze mal kurz den PC. Okay. Alright. Sieht soweit da bezüglich mal vernünftig aus. Also keine Straftaten oder ähnliches, keine Einträge. Herr Hodges, was verleitet Sie so mit Ihrem Fahrzeug in der Gegend rumzufahren und andere Leute zu gefährden? Das ist nicht akzeptabel. Haben Sie irgendwas bei sich? Verletzende Sachen, spitze Gegenstände, Messer, Pistole, Drogen. Okay. Stumm auf jeden Fall. Alright. Ich will sie trotzdem einmal durchsuchen. Sehen Sie sich einmal um. Ja, ist mir egal, ob die eine und Kerl ist. Der so fährt. Hier, was haben sie denn hier? Phone, eine Watch, mehr nicht. Okay. Etwas vernünftiger Verhalten hier. Also ist mir egal, ob sie hier kein Interesse zeigen, sind hier eine polizeiliche Maßnahme. Sie haben also Gefolge zu leisten. So. Haben sie Alkohol oder Drogen zu sich genommen, Herr Hodges? Ich würde mit Ihnen gerne einen Alkoholtest einmal kurz machen. So, nehmen Sie mal hier das Bläschen. Lass ruhig in den Mund einmal pusten, 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 pusten. Okay, perfekt. 1 Lincoln, korrigiert. 2 Lincoln, 39, 10, 42. 0, 0. Alright. Drogen haben Sie jetzt nicht. Wie alt sind Sie denn überhaupt? Schon bitte als älters aus. Dürfen Sie überhaupt noch Auto fahren oder fühlen Sie sich soweit konform? Geht es Ihnen soweit gut oder brauchen Sie einen Mediziner? Da Sie echt sehr nervös aussehen. Okay, verneint es. Kollegen, was machen wir mit dem? Mitnehmen, nicht mitnehmen? Ich merke schon. Einkassieren würde ich sagen. Also ich würde ihn trotzdem erstmal begleiten aufs Revier, einfach um ihre erweiterten Personalien mit aufzunehmen. Und da jetzt wirklich kein Alkohol, ich glaube Drogen sind, ich glaube sie haben, diese Pupillen sehen auch soweit in Ordnung aus. Also ich vermute nicht, dass sie Drogen oder sonstiges zu sich genommen haben, aber ich denke mal allein durch das Alter würde ich es einfach mitnehmen, einfach medizinischen Check mal durchzunehmen. Beziehungsweise durchzugeben und anschließend mal zu gucken, was der Doktor dazu sagt. Alright? Gut. Dann würde ich Sie mal bitte begleiten. Zum Fahrzeug. Ja, kommen Sie ruhig schon mit. Wir fahren mal, ne? Jo. Danke für die Hilfe. So, einmal bitte hinten links einsteigen. Hört man die Tür auf, Achtung Kopf. 327 zurück zum 8. Ready, bitte. Alright. Kannst du mal theoretisch durchfunken, dass wir einen Gefangenentransport haben? Das wäre. Gar kein. Das wäre nix. 10.55. Noch 10.55. Ja, das ist Rufen.
Wir sind 10-8, aber auf Weg zur Zentrale. Ja, 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 stopp, 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 da war doch. Na, was willst du haben? Den Code, den TIN-Code für Gefahren. Es gibt keinen, wo man gesagt, dass man den hat. Hätte gesagt, einfach 10-8 auf Weg zur Zentrale mit Gefangenen. Ja, dann hau das so raus. Ist doch so. Born Adam 420 auf Weg zur Zentrale mit Gefangenen. 10-8. Bisschen verhaspelt, aber passt schon. Die Tür ist auch nicht mehr so ganz. Warte mal, die Tür ist... Ja, ich würde also sagen, nicht, dass der Herr Hutchins rausfällt. Jetzt ist es zu. Nicht, dass der Kollege sich noch hier erkältet. Ja. So, ich nehme sie mal schön aufs Mission Row. Da gibt es immer einen leckeren, heißen Kaffee, bisschen was zu essen, damit ihr mal ihr Blutzucker auch vielleicht noch oben geht und wir ganz schließend wird ihnen dann geholfen. Anscheinend habe ich, lasse ich erstmal noch dran, das ist einfach nur zu unserer Eingesicherung, das sind unsere Vorschriften, da kann ich leider nichts machen, ne? Deswegen begleiten Sie. Und wenn wir drin sind, kann ich dir dann auch abnehmen. So, einmal bitte folgen. Wunderschön. Alright. Müsste man theoretisch die anderen... Oh, wo bist du hin? Ah, du bist eingestiegen, okay. Die anderen Officer auf der Karte sehen? Nö. Okay. Der Dispatcher. Also der Dispatcher sieht dann schon, was los ist. Ja, gut. Wir sind.
Muss noch mal zur Werkstatt, glaube ich. Zur Werkstatt, warum? Oder ist bei mir nur hin? Bei mir habe ich hinten, naja, nichts drin. Keine Stoßstange. Ja. Na, Kollegen? Haben keine Lust mit uns zu reden. Kriegst du noch gerade einige Einsätze rein? Nee, überhaupt nicht. Signal 007 is no longer in effect. Ja, Dispatch dürfte jetzt auch wieder da sein. Ja, also, ist eigentlich sehr schade. 327, 1011, Post 8175, kein Backup. Was macht der komische Fahrer da vorne? Dispatch wieder da. So, wo können wir uns da mal schön hinstellen für Kennzeichenkontrollen? Komm, wir stellen uns mal einfach hier hin. Richtig blöde. Alpea an. Alpea ist an. Oh, Stone Car habe ich gerade reingekommen. Nicht kommen. Ja. Ja, das passt. Ja, das doch, das funktioniert. Okay, perfekt. Muss mir nur sagen, was es ist. Ich glaube nicht, wenn du Einsätze kriegst, die bekomme ich ja nicht. Einsatz Stolen Police Car, also Dash 91. Dann unsere Rufnummer, dann ja, gestohlenes Polizeifahrzeug, Stolen Police Car. Und dann den Standort. Und dann werden wir aktiv noch die C80 durchführen, weil ich gerade auf der Minimap sehe, dass der halt auch flieht. Ach du Scheiße. So zwei. Brauchen wir 9 Uhr und Uhr. Dienstnummer sind wir immer noch 01, Alpha 420. Strich. Was war Stolen Police Car? Stolen Police Car, ja. Korrekt. Strich
Strich. Vielleicht gibt's auch einen Tencode dafür, aber ich sehe den gerade nicht. Ich konzentriere mich gerade aufs Fahren. Ja, ist gut. Schnell, Alter. Adresse, Postel. Der fährt er vor uns? Ja, mach einfach 50, 26 Fahrtrichtung Norden, also einfach ein N dahinter, damit er es kurz weiß. Ich funkle das auch gleich nochmal durch, wenn der Einsatz durch ist, damit die Jungs Bescheid wissen. Also 911, unsere Dienstnummer Stolen Police Car und dann... Ja, genau. Ja, haben wir. Alles klar. Dann in 27 benötigen eine kurz, wo Backup-Einheit Post 817-515-11 kommen. Und uns linken 01 Adam 420 mit einem gestohlenen Polizcar Fahrtrichtung Nordosten Berry Bay Tree Canyon Postel 50 01 benötigen dann zwei Einheiten. Jetzt auch nicht, hab den mal gefunkt, aber mal sehen, was kommt. Ach, das passt doch alles. So. Alles für die Blende stehen. Und er bleibt nicht stehen. Dispatch 10-1. Funk du mal bitte den Standort weiter durch. Prince King 4, sich ja. Die Frage, wer benötigt noch eine Backup? Adam 27, Postel 817-15-11, eine Person weigert sich auszusteigen. Wir sind immer noch 1080, oder? Ja, Funk mal einfach mal kurz zu übernehmen durch, dass hier 30, Dispatch. 30 noch aktiv ist. Ja, mach ich. Jetzt, 30. Einmal zu Adam 27 als Backup-Einheit. Ja, schickt mir das Geld. Adam 27? Oh, meine Fresse, hör auf zu babbeln. Ab wann darf ich funken? Wenn die aufhören oder soll ich warten? Ja, funke mal einfach durch, dass die aktiv ist. 1 Adam 420 aktive 1080 auf Marina DR nordöstlich. Ich weiß noch nicht mal, was DR heißt. Wahrscheinlich Dirt Road oder so. Ja, kann sein. Person versucht zu flüchten. Hat auf, ist angefahren. Bei Adam 27 eine Person flüchtig. Geben Sie einmal bitte die Poste für die 677 durch. Wir bleiben jetzt immer noch so weit dran, mal gucken, ob er vielleicht dann irgendwie aussteigt oder selbst aufgibt. Wir müssen aber näher ran. Teilweise versteht man die Leute echt schlecht beim Funken. Dispatch, 1730. Ja, ich brauche immer noch die Position der 27. Der 27, was ist denn? Leider kann ich die Position nicht sehen, dann müsste ich auf die Antwort der 27 warten. Hier Adam 27, Person hat gestoppt, Mission OPD. Oh, meine Fresse, komm. Alter, jetzt macht er mal. Jetzt. Alter, okay, warte, jetzt ficken wir ihn. Wer erfindet denn so behinderte Straßennamen? Stehen bleiben! Ja, alles klar, Digga. Ah, fuck. Dispatch updated. Denk dran, da sind Polizeiwaffen eventuell drin. Ja. Müssen wir definitiv von ausgehen, dass er jetzt gerade buffnet ist. Kommt jetzt wieder hier lang. Was ist denn mit ihm? Warte da. Oh, du. Fahr ihm hinterher, Steig ein, Ja, vielleicht kommt er hier nochmal. Ja, dann fahr ihm hinterher. Eindeutig. Ich kann sie im Cat nicht sehen, also nicht als Erlebnis.
Stehen bleiben, stehen bleiben, denk nicht mal dran. Steck aus, steck aus, steck aus. Stehen bleiben. Alles klar. Ich zieh ihn raus, komm! Raus aus dem Auto, Junge. Ich darf ihn nicht rausziehen. Darf ihn rausziehen? Ich darf ihn nicht rausziehen. Dann drück ihm doch mal die Waffe in die Hand, an den Kopf. Ja, endlich. Aus, er steigt aus, okay. Ist sogar noch Polizist, der wollte mich verarschen. 3 Adam 27, Shots fired by Leo. Eine Person flüchtig. Adley Street, Cinder Street Richtung Norden, rechts abgebogen. Alright, machen wir schnell. Person flüchtig auf der San Andreas Avenue Richtung Osten. So, die Dame. Sie wissen, wieso wir sie angehalten haben. Nimm direkt mitnehmen. Nimm mit, wir haben Shots fired hier. Ja. Shots fired, nimm die mit. Tow Truck ist gesendet. Komm schon! Sag dir mal, dass sie einsteigen soll. Weißt du, wie das geht? Eigentlich schon. Wir müssen den Follow erstmal mit dem Follow beenden bei ihr. Dass sie wieder steht und dann ihr halt mit E an der Tür und dann sagen einsteigen rechts hinten. Nee, dann kann ich nur ankaufen. Also. Wir haben 27 fahren und stop 8. Schon. Nein, Fahrzeug gestoppt. Aktuell nee, will die Dame bei mir nicht. Mach ich dann mal. Sag gern. Willst du den Status? Egal, wenn ich gerade funken will, ne? Ja, 1080 Minute Police Stone Car ist beendet. Wir nehmen die Kurve jetzt zurück und wir uns dann auch den Schatz verändern. Ja, bis nach Sandy Schwald, aber. Ja, perfekt. Im Ernst. Blöde Kachi, klaust unser scheiß Police Car in Uniform oder in fährst und bescheuert hier rum? Erst uns. Abknast mit dir. Die gar nicht wissen, wie du heißt, Mann. Steck aus der Scheißkarre raus. Mitkommen. Hallo, ist die Dame. Dispatch updated. Call closed. Okay. Alles klar. Wir sind wieder einsatzbereit oder haben wir was Neues? Wir sind eigentlich wieder einsatzbereit, ja. Ich fahre noch mal kurz zum Mechaniker. Ja, trotzdem einsatzbereit. Ja. 1 Adam, 420, 10 ab. So, einmal bitte aussteigen. Nachziehen ist. Kannst du mal den Dreier im Bus gehen? Ja, Moment. Ja, Nacht, ja, komm. Willst du auch Motor ausbauen, oder? 27 für Dispatch. Sind 1? M27 für Dispatch. M27 sind wir nicht. Komm her. Status von eurem 1080. Code für Adam, meine Person festgesetzt. 10-4. Okay. Alles klar, darf nicht mehr aussteigen. Sehr gut. Wo bist du hin? Frag nicht, wo ich bin. Unter der Erde? Guck. Ich höre dich doch. Wo zur Hölle bist du denn? Ach, da oben. Ah. Ja, warte mal, ist hier draußen.
funktioniert so. Die ist jetzt auch sauber. Ja, einsatzbereit sind wir immer noch, dann passt das. So, ja, jetzt sind wir eigentlich wieder... Nee, du hast uns schon Back to Nate gemeldet, ne? Ja, ja. Was ich nur mal kurz anmerken möchte, so eigentlich jede Kleinigkeit, also alles, was du machst, dem Dispatcher am besten auch mal zukommen lassen. Das heißt, du jetzt gerade, der optimalste Weg wäre natürlich den... Bist du da? Hallo? Adam 420 404. Bei dem 27 Update eine Person festgenommen, 10:15 bis OPD. Dispatch von 02. Dispatch. 10:53 für ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen Liechtenstein, William, Sierra, Friedrich, Cäsar King zu der Postel 8199.